Herzlich willkommen Leute zu einem weiteren Pokémon Go Video hier auf meinem Kanal. Heute nehme ich euch mal mit der Kamera mit und ja, ich hoffe ihr habt auch Bock auf sowas. Das ist jetzt hier noch mein kleiner Testlauf, meine erste Version mit Kamera. Ich habe mir die GoPro mit der Oberkörperhalterung festgemacht. Nächstes Mal nehmen wir wahrscheinlich die Helmkamera bzw. für den Kopf und sind vielleicht sogar mit dem Fahrrad unterwegs, um euch da ein bisschen mehr zeigen zu können. Wir hatten hier einen kleinen Zirkus in der Nähe gehabt, also in der Nähe ist relativ. Wir waren einkaufen gewesen und dann nebenan war ein Zirkus gewesen und ja, da habe ich dann gedacht, komm, dann kann man doch hier mal anfangen, ist auch mal schön. Natürlich sehen wir das Ganze nur von außen, wir sind halt dran vorbeigelatscht und ja, ich hoffe, ihr habt Bock auf Pokémon Go. Ich bin momentan sehr im Fieber. Das Overlay, das hat mir der Liquid zur Verfügung gestellt, das wird nächstes Mal noch angepasst. Unten, wo schwarz ist, wollte ich eigentlich meine Lieblings-Pokémon reinhauen, die ich momentan besitze, aber das lohnt momentan einfach noch nicht. So, wir schauen mal hier, was wir so finden können. Ist mit der Kamera gar nicht so einfach, gerade wenn man die Leute nicht immer fragt, ob sie im Video zu sehen sein dürfen. Deswegen auch gerade die zwei, drei kleinen Cuts. Und ich bin immer noch der Meister der Shaky Cam. Da bin ich unangefochten auf Platz 1. Ich finde es krass, wie Pokémon Go momentan bei euch ankommt. Und deswegen habe ich auch Bock rauszugehen und irgendwas für euch aufzunehmen. Ihr seht links natürlich das Spiel auf meinem Handy, rechts die Kamera mit dem, was ich auch sehe, nur ein bisschen kleiner. Also so aus der Sicht von Vex ungefähr. Vielleicht dann noch ein bisschen größer. Und ja, ich shake mich hier so ein bisschen durch die Gegend für euch. Wie sieht es bei euch momentan aus? Wie läuft es jetzt, wo der Deutschland-Release endlich da ist? Könnt ihr ja alle zocken. Ja, was habt ihr momentan so? Wie läuft es bei euch mit den Arenen? Mir werden meine Arenen hier mal weggenommen. Da, wo ich wohne, ist ein riesen Battle immer. Jeden Tag hat die Arena wer anderes, also ein anderes Team, aber immer dieselben Leute. Und auch da werde ich heute wieder rausgehen müssen, um ein bisschen zu kämpfen. So, hier hatten wir gerade einen kleinen Pokestop. Ja, da sieht man auch woher. Und der Zirkus ist natürlich bei dem Pokestop nicht mitberechnet worden. Das war jetzt einfach nur Zufall gewesen. Dass der Zirkus gerade da war, ist natürlich auch klar. Und ich hoffe, dass wir hier ein bisschen was finden können. Denn eigentlich findet man ja in der Innenstadt mehr, als wenn man da irgendwo ein bisschen fernab ist. Und hier schlüpft gerade ein Ei. Das Ganze ist noch nicht perfekt synchronisiert, weil das liegt daran, dass die Kamera 60 FPS hat, das Spiel in 30 aufgenommen wurde. Deswegen geht es zum Ende ein bisschen auseinander. Aber genau daran arbeite ich. Ja, und wir haben ein Shiggy aus dem Ei geholt. Das Geile war, das seht ihr jetzt, das hatte 10 Shiggy-Bonbons dabei. Das heißt, mittlerweile bin ich schon bei 20 Shiggy-Bonbons. Und wenn ich einen Shiggy wieder wegschicke, bin ich schon bei 21 Shiggy-Bonbons. Das bedeutet noch ein Shiggy. Auf jeden Fall, egal wie viele Bonbons er dabei hat. Und wir haben einen Shillock. Ziemlich sick. So, das eine Shiggy haben wir da weggeschickt. So, da sehen wir meine drei Shiggy. Drei Shiggys brauche ich ja nur. Shiggy, Shillock, Turtok. Deswegen kann ein Shiggy weg. Nehmen wir Schwächste natürlich und hauen das mal raus. Und ihr seht schon unten rechts, dass wir da einen Bisasam in der Gegend hatten. Das 2 Kilometer Eis wird jetzt auch verwendet. Und jetzt wird wieder weitergelaufen. Das macht sehr viel Spaß, wenn die Pokémon-Eier schlüpfen. Ich habe leider noch kein 10 Kilometer Ei gehabt. Da sind ja die geilen Pokémon drin. Die würde ich euch natürlich auch gerne präsentieren. Bald wird man Pokémon tauschen können. Und ich freue mich, ich hoffe, dass das vor der Gamescom kommt. Wir können auf der Gamescom, wenn wir ein Zuschauertreffen machen, können wir auch mit Pokémon traden. Das wird ziemlich geil. Ich hoffe, dass das Ganze noch so klappt. Und ja, erstmal gehen wir jetzt noch die Straße runter, denn hinten kommt, wie ich euch auch schon auf dem Bild gezeigt habe, deswegen wollte ich da mein erstes Video machen, die Wooden Hand Up in the Air Arena. Und ja, das wollten wir uns mal in Ruhe anschauen. Bisasam ist in der Nähe, ich habe es für mich markiert, damit ich hier direkt aktuell bin, wenn wir näher kommen sollten. 2 Schritte noch weg, 2 Fußspuren. Wir haben einen neuen Pokestop. Der große Stuhl, ich weiß, dass der von der großen Bauhauskette oder sowas gewesen ist. Der steht leider nicht mehr da. Ich habe kurz rüber geschaut. Leider der Stuhl nicht mehr da. Das Bild wurde aber da schon gemacht. Ist wahrscheinlich ein bisschen älter. Ja, schade. Das war... Welche Kette war das denn nochmal? Ich weiß es aber nicht mehr. Ihr kennt das bestimmt aus der Fernsehwerbung mit diesen XXL-Sachen. So, hier, das ist unser Zeichen übrigens für Dortmund. Also in Dortmund stehen überall Nashörner an allen Firmen oder so. Hat auch jede Firma sein eigenes Nashorn. Und ja, ich arbeite... Oh, da ist es! Das Bisasam! Damals! So, jetzt werde ich sogar die Kamera umschalten für euch. Das ist auch noch ziemlich ungewohnt. Jetzt seht ihr beides parallel und da seht ihr auch schon, dass es nicht mehr synchron ist. Lustigerweise wird es zum Ende hin wieder synchron in diesem Kampf und das ist ziemlich strange. Und... Nein, seht ihr, das war wieder perfekt synchron. Das ist mir entkommen und es ist direkt abgehauen und Shigo hat es gefangen. Guck mal, wie ich noch traurig hinterher gucke. Ist aber weg. Ich hatte noch keinen Bisasam. Ich hätte echt gerne das Bisasam gehabt.
Ja, da bin ich jetzt ziemlich sad. Ich hoffe, dass es nochmal wiederkommt. Ne, tut es aber nicht. Kein Bisasam für mich. Hallo? Leider, leider nicht da. Hat einer von euch als Starter Pikachu genommen? Eigentlich sieht man ja nur Glumanda, Shiggy und Bisasam. Wenn man noch ein paar Meter gegangen wäre, dann hätte man auch Pikachu haben können. Deswegen, ja, da hatte ich ein bisschen... Das wusste ich am Anfang noch nicht. Ich warte übrigens gerade, weil Shigo noch gegen das Bisasam am Kämpfen ist, beziehungsweise es gerade noch am Fangen ist. Und deswegen schaue ich mich hier ein bisschen um und jetzt müssten wir auch gleich ein paar Meter weitergehen, denn ihr seht schon, als nächstes kommt die Arena und zwei weitere Pokestops. Also hier war wirklich gut was los. Eine schöne Gegend. Hier fährt sogar ein Bus lang, also die Leute, die hier arbeiten und vielleicht mit dem Bus hier hinkommen, die können hier schön einmal abräumen. Das müsste mit dem Bus wunderbar funktionieren. Ja, ziemlich witzig. Ich arbeite am Overlay, Leute. Und auch noch an der Synchronität der Kamera. Aber wie findet ihr das allgemein? Wie findet ihr so ein Video von mir? Ich könnte jetzt natürlich unten rechts auch vielleicht eine Facecam einbinden, wenn ich nachhinein noch rede. Also so wie ich das jetzt mache. Und dann haben wir drei unterschiedliche Videos auf einmal. Ich finde das auch so ziemlich angenehm. Und ich würde gerne eure Erfahrungen mitteilen oder mit euch teilen. Es wäre schon irgendwie ziemlich cool, wenn es eine Möglichkeit gäbe, Bilder zu verschicken, dass ihr mir irgendwie eure lustigsten Fundorte zeigt oder lustige Arena-Namen, die ihr in der Nähe habt, whatever. Hier ist der Bigfoot, ja, sieht ziemlich nice aus und da spinnen wir jetzt mal kurz dran und haben ein neues Ei und das werden wir auch gleich, glaube ich, direkt mal checken, wie viele Kilometer das hat und wieder 5. Kein 10er-Ei heute für mich. So. Jetzt haben wir hier die Arena auf dem Firmengelände. Ich gehe natürlich nicht drauf, das machen wir natürlich nicht. Das ist blöd. Und ihr seht den Typ da rechts, ganz klein. Ja, extra, so dass man, ich habe auch extra wieder weggeguckt mit der Kamera, damit man Personen halt nicht sieht. Der kämpft gerade, oder hat gerade gegen die Arena gekämpft. Das weiß ich, weil die war gerade im Kampf, als wir ihn gesehen haben. Das heißt, der Dude hat auch gerade Pokémon gespielt. Und das ist die Wooden Hand up in the Air Arena, ja. Lorinor Druffy hat sie gerade. Lorinor Zorro. Ja, jetzt macht Sinn. Hat die Arena. Da können wir natürlich nichts machen. Obwohl, ich habe mich eingetragen, oder? Die war blau. Habe ich mich eingetragen? Nee, weil die nur Level 1 ist, konnte ich mich nicht eintragen, weil hier schon gekämpft. Wegen dem einen Dude auf der anderen Straßenseite, der wahrscheinlich hier einen besiegt hat, ist die auf Level 1 gesunken. Und deswegen hat er mir das weggenommen. So, hier sind auch nochmal die Wooden Hands. Das Video endet leider gleich schon, weil da hinten war zu voll, da war zu viel los, da wurde gerade was ausgeladen und so weiter. Deswegen kommt da hinten nichts mehr. Jetzt seht ihr gleich auch wieder meinen schönen Fail, wenn das Bild einfach stehen bleibt. Aber den nächsten Pokémon, den Pokéstop, sehen wir noch. Deswegen ist auch dieser kleine Ausflug an einem Zirkus angefangen und dann durch eine kleine Straße mit Pokéstops und Arenen gleich vorbei. Bisasam habe ich leider nicht fangen können, was ziemlich schade ist. Und ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was euer seltenes Pokémon ist. Und wenn ihr mehr Bock auf sowas habt, lasst mich das wissen. Lasst gerne ein Like da. Und schaut auch bei Shigo, bei Liquid und bei Dadosh vorbei, denn die haben alle Pokémon jetzt mittlerweile gemacht. So, da ist das Bild zu Ende, beziehungsweise das Video, was ich gefilmt habe. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Pokémon Go Video wieder. Und mal schauen, wo wir das dann machen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.